mit dem Auto bei 100 und fahre 34 mehr, was ich da bezahlen muss. Okay, machen wir mit. Ist Was für ein Downer. Okay. Komm, gehen wir mal In die Endcard. So, jetzt. Ach, Tino, du bist ja hier. Hi. War voll der schwule Einstieg, ey. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie, die machen so Sachen. Ja, die machen so Liebe und so, ne? Mm. Und lecken sich an Körperteilen, die man nicht ablecken sollte. Das meine Meinung als heterosexueller Mann. Nochmal von vorne. Ich sag jetzt einfach mal gar nichts. Wie der Papst. Komm, erzähl dir. Der zum Beispiel. Der redet. Du kannst doch nicht hier, wir haben so wenig Themen, ja, diese Woche. Wir müssen hier das schon ausstopfen mit Ausblick 2023. Mit irgendwelchen irrelevanten Personalien aus der katholischen Kirche. Ja. Nee, oder du kannst nicht Cold Open Anmod-Phase Wort des Jochen übergehen. Wort des Jochen heißt es jetzt? Ich habe gar kein Wort des Jochen. Ich muss mal kurz schnell, ich google einfach mal. Wörter, die aussterben. Manguste ist mein Wort der Woche. Nee, meins ist sukzessive. Kann ich nicht mehr hören. Narrativ. Beelzebub, zack. Beelzebub, schön. Lümmeltüte. Stirbt aus, nie im Leben. Vatermörder, Wuchtbrumme. Juniortüte. Das war ja eh eine Wortschöpfung von McDonald's, oder? Mhm. Juniortüte. Warum, hä? Also wieso, wie kann das sein, dass das Wort Fukuhila ausstirbt? Das ist doch Quatsch. Das ist doch wieder in jetzt. Hatte ich die Webseite hier gerade gebrochen, ja? Es gab nicht die Möglichkeit, die Cookies abzunehmen. Lol. Ich sag, die Seite ist nicht vertrauenswürdig. Vollweib. Das Wort Wuchtbrumme entstand in den 60er Jahren aus der Zusammensetzung von Wucht und Brumme. Wow. Aha. Letzteres ein anderes Wort für Hummel. Wuchtbrumme, das definiert mein Wortschatz. Vollweib. Vatermörder. Ja, stirbt aus, schade. Ja, Heiermann, guck mal, ein Heiermann, 5 Mark Stück. Heiermann, jetzt gib mir noch mal einen kleinen Heiermann. Hä? Ja, mach ich dir fertig. Geil. Ja, dann ist Wort des Jochen Heiermann. Der Eiermann? Nee, der Heiermann. Das ist, hast man Groschen, aber in groß. Groschen, stimmt. Mhm. Ach, Scholz hat schon seine Neujahrsansprache gemacht. Das ist doch Quatsch. Ist dumm. Ist doch noch gar nicht Neujahr. Einfach seiner Zeit voraus. Ja. Hallo Leute. Was passiert 2023? Der Staat bläst uns eine Tonne Money in den Arsch. Ja. Klingt doch geil, oder? Ja. Wie auf einer Fetischparty. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Liebe Leute, wir sind Breunpoint Eunderneut und wir haben uns hier am 31. versammelt, um in Andenken an den verstorbenen Papst hier ein paar geschmacklose Witze zu machen. Wir sagen, was die letzte Woche passiert ist, was tatsächlich nicht so viel war. Die letzte Woche des Jahres, ne? Ja. Und ordnen das für euch ein und geben euch einen Ausblick auf die Zukunft, was da kommt. Aber was machen wir denn heute? Lass uns doch mal starten mit was Persönlichem. Ja. Wie wird euer Silvester? Was macht ihr? Das kann ich ja erst sagen. Ich gehe ins Theater und guck mir langweilig Scheiße an. Langweilig. Würde ich niemals machen. Ich mache eine WG-Party. Mhm. Ich lade ganz viele Menschen ein. Nee, ich muss das jetzt auflösen, dass Tino sein eigenes Ding macht im Theater. Es war jetzt 3 Jahre weißt du, zu an einfach, Silvester. Einfach alle Leute, alle seine coolen Leute lässt er links liegen und sagt sich, ich gehe jetzt zu irgendwelchen Spießern ins Theater. Was heißt hier Spießer? Da kommen auch mal coole Leute wie Herr Kleine zum Beispiel. Super cooler Typ. Vielleicht. Also wirklich einfach Sexsymbol. Einfach geiler Typ, geht bei Montagsdemos mit, ist einfach ein Held für mich. Aber mit den Leuten zu reden. Mhm. Wir haben ist kein ja erstmal ist ja erstmal nicht übel. So ist ja erstmal nicht schlecht. Nee. Um zu reden ist erstmal ein guter Ansatz. Mhm. Wenn die reden wollen. Ist Spasti okay? Nee. Aber laut Peter schon, ja. So, und Peter ist ja wohl der Meister Dinge. Der Vertreter, der. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich im Stream jetzt statt Spast Spacko oder so sage. Aber das hat. Besser, ne? Ach, klar, was ist denn an Spacko jetzt schlimm? Ich dachte auch, dass es daherkommt. Ach nein, gar nicht. Was ist denn. Das Problem ist, dass es einfach phonetisch nicht so eine Macht hat wie Spast. Das ist einfach so eine Wucht dahinter. Und das Ding ist ja, man sagt ja, okay, wenn du Spast als Beleidigung verwendest, dann ist das unfair den Leuten wie Peter gegenüber, die einen Spasmus haben, weil dann stellst du das als das Schlechtes dar. Aber so wie ich es verwende, ja, sage ich ja, du bist körperlich fit, aber entscheidest dich geistig, einen Spasmus zu haben.
Weißt du? Peter kann sich nicht entscheiden, körperlichen Spaß muss zu haben. Das würde ich auch nie kritisieren. Das ist ja, das ist doch, muss doch logisch sein, wenn ich zu jemandem Spaß sage, der keinen Spaß hat. Ist halt nicht so einfach. Also erstens ist Phonetik ja nicht alles. Aber es ist geil, genau wie das N-Wort. Das ist halt immer so eine geile Phonetik. Ja, sicher, aber dennoch hältst du ja so ein Bild aufrecht, von wegen ein Spaß zu sein wäre etwas Schlechtes. Trotzdem. Wenn man sich bewusst entscheidet, dummes Verhalten, also einen Spasmus im Kopf an den Tag zu legen, dann ist das was Schlechtes. Ey, wenn wir jetzt hier schon 90% verloren haben, dann verzweifle ich an unseren Zuhörern. Aber was? Spasmus ist ja auch nicht per se Dummheit. Nee, sag ich ja nicht. Ich sage ja ein geistiger Spasmus. Wenn du einen Spasmus hast, kannst du ja deinen Körper nicht 100% kontrollieren. So. Und wenn du einen geistigen Spasmus hast, das ist natürlich nur eine Metapher, dann kannst du deine dämlichen Gedanken nicht ordentlich kontrollieren und deswegen bist du dumm. Aber du sagst ja, du spaßt und sagst damit, du bist so jemand, deswegen bist du schlecht. Das ist das erste, was aber, auf der semantischen Ebene. Na, das ist was du da raussehen willst für mich. Wie ist das, wenn ich jemanden Otto nenne? Ist das dann auch eine Beleidigung aller Ottos? Oder wie kann Nein, ich mir das vorstellen? Weil ich glaube, dass Ottos nicht diskriminiert worden sind, nicht marginalisiert worden sind, aber Menschen mit Behinderung. Siehst du, das ist wieder das, ne? Man muss einfach das größte Opfer sein, um Recht zu bekommen heutzutage. Ja, ich wurde noch mehr marginalisiert als du. Achte auf mich, guck hier, es hört mich an, bei dieser Diskussion marginalisiert. Bei der Diskussion nur um strukturelle Diskriminierung. Und deswegen kannst du ruhig sagen, du... Ja, aber welche Beleidigung ist dann noch okay? Weil dumm ist auch nicht okay. Weil das ist Beleidigen gegenüber Leuten, die weniger Intelligenz haben. Ist so. Da habe ich ganz oft schon auch gesehen, genau, dass auch das Fass aufgemacht wurde, was ich vor Jahren schon ironisch aufgemacht habe, wenn du ihn als Arschloch bezeichnest. Weißt du, dann wird das Arschloch als schlecht dargestellt. Ja? Ja, aber es ist echt dringend nötig. Ja. Das Arschloch ist wichtig. Ja, auch so, wie kannst du dann Leute beleidigen, ohne jemanden zu beleidigen? Auch so, hast du einen Arsch offen? Ja, der muss offen sein. Weißt du? Wir haben gestern mal recherchiert, und zwar das Wort Honk kann man benutzen, weil man weiß nicht, wo es herkommt. Wow. Ja, aber man weiß doch, was es heißt. Du beleidigst damit Hauptschüler, ist auch übelst asozial eigentlich. Nee, Honk kommt, weiß man nicht, wo Honk heißt herkommt. Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse. Haben wir doch gestern recherchiert, da haben die geschrieben, Herkunft unbekannt. Ja gut, wer es sich ausgedacht hat, ist vielleicht unbekannt, aber dafür... Nee, auch die Bedeutung, wo es herkommt. Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse. Ja, das ist ja wie, wenn du sagst Assi. Absolut schön, sexy, intelligent. Das ist etwas, was man... Honk war schon immer... Nee, Honk war schon immer das. Jetzt mach da mal die Lautstärke runter, dann sind die Batterie alle, du Moff. Oder so ähnlich. Moff, Mensch ohne Freunde. Kannst auch nicht einfach Leute beleidigen. Herkunft ist laut Duden ungeklärt. Die Ableitung vom englisch-amerikanischen Slangwort Honk für Weißer als plausibel gilt. Also das, was du gesagt hast, ist ja etwas, was man reininterpretiert hat. Das war immer... Jeder, der das verwendet hat, hat das mit dem Wissen verwendet, dass es dafür steht. Nee, wie gesagt, ist, glaube ich, hineininterpretiert worden, weil man nicht wusste, was Honk bedeutet. Ja, aber wenn alle es so verwenden, weil sie denken, dass es dafür steht, dann steht es ja dafür. Aber man kann ja auch Honk vorurteilsfrei benutzen und sagen, Honk ist etwas, was man nicht definieren kann. Honk ist einfach jeder, den ich nicht leiden kann. Warum ein N-Wort machen? Ja. Ja, kannst du auch sagen, ich verwende. Ja, also. So! Es ist halt. Kann ich das irgendwie hier brechen? Das ist ja langweilig. Ja, Honks, Alter. Ja, wir müssen noch die Stunde füllen. Hallo, Leute, ne? Oder Plebs. Saftiges Aloha. Als wäre das heute so ein Brennpunkt Horrorwunsch Richtung Beleidigung oder so. Ja. Könnt ihr gerne kaufen, wenn ihr es ist halt dumm zu sagen, du kannst Beleidigung nicht verwenden, weil du würdest ja jemanden beleidigen, wenn du das tätest. Das ist halt einfach. Das ist wie dieses. Ja, du triffst ja andere, die nicht beleidigen willst. Du willst ja hier. Den Thomas hier vorne beleidigen, oder den Stuhl ja, zu beleidigen. Aber es ist doch bereits auf dem Level, dass es heißt, wenn man korrekt sein will, dann verwendet man nicht das Wort dumm, weil du verwendest das dann und verletzt Leute, die halt einfach mit weniger Intelligenz auf die Welt gekommen sind. Hey, ich bin und die dumm, meinst willst du mich beleidigen? Ja. Das macht doch keiner. Doch. So. Okay. Ich kenne jetzt keinen. Gut. Ja, ich kenne auch keinen, der sagt, ich bin schwarz, willst mich jetzt beleidigen? Trotzdem gibt's die. Ja, die gibt's. Nur weil ich den nicht kenne, ist egal, komm, mach mal jetzt mal bitte. Es dreht sich doch nur im Kreis. Der Papst ist tot. Und seit Jahren. Und der Papst ist tot. Oh, der ist. 95 ist er geworden. Gone too soon, sag ich nur. Mhm. Hat er eigentlich auch ein Kind
gefickt, darf man das sagen? Ich glaube, der war halbwegs in Ordnung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der hat das nur in Ordnung gefunden, oder was? Ich glaube, er hat es ignoriert zumindest. Okay. Oder hat, hat ihm keine, ja, gut, was Kinderficken angeht, aber ich glaube, hatte der nicht die ein oder andere progressive Meinung für einen Papst? War das nicht so inner, oder? Nein, bei Päpsten ist es ja Standard, dass sie halt erst sagen, ja, schwul sein, voll in Ordnung, aber dann in der nächsten Rede wieder, es ist eine Sünde. Also sie sind immer so vor und zurück und reden immer, wie der Wind gerade steht. Und so war auch der Papst Ratzinger, der nämlich auch gesagt hat, dass man wohl nicht mehr sagen dürfe, dass man Ehen für Gleichgeschlechtliche ablehnen darf. Das wäre jetzt etwas Frevelhaftes. Und er lehnt auch Kondombenutzung ab. Das heißt, er ist voll der AIDS-Freund. Ja, dann absolut zu Recht. Das ist das jetzt der Papst Abkratzinger. Ich frage mich, wie viele Leute müssen noch aus der Kirche austreten, bevor so eine Meldung wie der Papst ist tot nicht mehr in den Nachrichten kommt. Es ist ja nicht mal der Papst, es ist ja der alte Papst. Ehemalige Papst. Ist ja noch langweiliger, ey. Aber ich habe dann einen Tag, jetzt vor 3 Tagen, wo es denen irgendwie schlecht ging oder vor 2, überall im Radio, oh, der Papst, der ist irgendwie krank und der jetzige Papst hat gesagt, der Mann immer so lange. Und ich so, hä, was ist das für eine News, Alter? Das ist doch egal. So. Lass den dahin siechen. Also es macht halt die Bedeutung aus, die Gesellschaft solchen Leuten mitgibt. Ne? Wie der US-Präsident oder der Russland-Präsident oder Papst sind halt Menschen, die irgendwie in der Gesellschaft als wichtig empfunden werden, dargestellt werden. Und deswegen ist es auch eine Meldung, wenn die halt sterben irgendwann. Ich sehe es auch nicht als sinnvoll ein, aber er ist ja nun mal eine wichtige Medien- und Gesellschaftsfigur. Da finde ich eine Meldung schon irgendwie relevant. Ja, ich weiß aber nicht, aber wie lange noch, weißt du? Weil wir sind uns ja einig, dass Kirche eher so keine Bedeutung mehr haben sollte. Also in Deutschland, außer Ort, wo Leute Hoffnung finden. In Deutschland ist sehr absteigend, die Kirchenaustritte, die läppern sich. Aber weltweit gesehen ist ja schon auch noch, ne, ist ja schon noch groß. Ich bin ausgetreten, bevor es cool war, weil ich nämlich auf meinen Brutto-Netto-Rechner geguckt habe und gesehen habe, okay, 40 Euro pro Monat haben oder nicht haben, ne? Auf der Solle-Seite und auf der Haben-Seite, ne? Und dann bin ich ausgetreten, musste dann noch einen Monat Kirchensteuer zahlen, musste noch 30 Euro zahlen, weil... Ja, ich auch, zum Austreten, ja. Ey, keine Ahnung. Schweineverein, warum seid ihr da jemals drin gewesen? Fürs Austreten, ich wurde mit 3 getauft, ich hatte keine Meinung. Fürs Austreten bezahlen wir in diesen Autobahnraststätten. Muss man auch fürs Austreten bezahlen. Ja, aber dafür kriegst du dann deinen Gutschein. Das stimmt. Hätte ich jetzt wenigstens so einen Kirchenkollekte-Gutschein. Fürs nächste Mal, wenn ich in die Kirche gehe, kann ich so einen 30-Euro-Gutschein da reinlegen. Noch so ein Brot extra und noch so ein Glas Wein obendrauf oder so als Abschied. Oder genau fürs letzte Abendmahl kriegst du dann 2 Obladen und 2 Schlücke Wein. Ich finde es aber witziger, wenn man so einen Gutschein dann einfach in diesen Korb, der so rumgeht, reinlegen kann. Stimmt. Oder erste Reihe beim Krippenspiel. So ein VIP-Lounge ausgetreten, die nochmal eine Chance kriegen, nochmal sich überzeugen zu lassen, dass doch Jesus... Willst du wirklich austreten? Genau. Der Ratzinger ist das erste wie Reihe beim RIP, ein Spiel. Ja, das ist wie bei Vodafone, wenn du irgendwie kündigst, kommen die auch auf und wegen, schade, ach komm, wir machen voll das gute Angebot, ach komm, jetzt, Mann. Okay, so eine Mail. Das machen ja viele so, auch bei Maxdome damals. Ich habe gekündigt, da rufen die mich an. Ja, wir machen jetzt für sie nochmal statt 11 Euro im Monat noch 3 Euro im Monat, okay, die nächsten 6 Monate. Hat gesagt, okay, gehe ich mit, dann habe ich gekündigt. Naja, also Leute, kündigt all eure Verträge in der Hoffnung, dass da vielleicht der entsprechende Anbieter auf euch zurückkommt und sagt, kriegt ein besseres Angebot. Vor allem gab es auch so Meldungen, dass Menschen beten für Ratzinger und ich dachte, wofür denn? Der ist 95. Wofür betest du denn? Das ganze Konzept von Beten, ne? Also Gott hat ja einen übelsten Plan, ja? Ja. Der hat ja alles Teil des Plans, aber dann kommt irgend so ein kleines Arschloch, setzt sich abends ans Bett und sagt, oh, bitte, kannst du deinen Plan bitte mal ganz ein bisschen ändern? Ein Butterfly-Effekt, weißt du? Und Gott sagt, na klar, für kleinen Jimmy mach ich doch mal hier die Autobahn morgen frei. Ja, sowieso. Ach, ihr glaubt also, dass die Erde einfach nur so von der Natur erschaffen worden ist? Bullshit, natürlich gab es einen Gott, das muss ja irgendwer erschaffen haben. Wer hat Gott erschaffen? Ja, das ist die große Frage, das weiß nur Gott selber. Das ist halt nur noch eine Ebene dazu quasi dir gebaut. Ich glaube, Beten ist so dieses Hoffnung. Also früher hat man wahrscheinlich so gedacht, dass wirklich, es ist ja wie mit dem Würfel, ne? Wenn du 3-mal eine 6 würfelst, dass du dann nicht nochmal eine 6 würfelst, obwohl es gar nicht stimmt. Habe ich kürzlich, glaube ich, ein Video drüber gesehen. Und das Gleiche ist, wenn du ganz, ganz doll an was glaubst, dann passiert das auch, kriegst du ja auch überall beigebracht. Und ich glaube, das ist das Einzige, wofür Beten vielleicht gut ist, dass man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Hoffnung hat oder vielleicht so eine selbsterfüllende Prophezeiung eintritt ich gebe mir jetzt nochmal extra Mühe, weil ich habe ja gebetet und habe Gottes Kraft oder so. Und wenn du nichts mehr machen kannst, außer halt zu beten, dann kannst du wenigstens die Zeit totschlagen und sagen, hier, ich habe nochmal was gemacht dafür, ich fühle mich jetzt richtig gut. Aber für einen Menschen zu beten, der weit, weit weg ist, ist selbstverständlich völliger Unsinn. Na klar, das geht ja nicht bis dahin, ne? Also so beten hat ja auch seine Grenze.
Im Kopf ist die Grenze. Genau. Ja, das ist schön gesagt. Da und dann nicht mehr. Aber dann, was dann ist denn könnte man natürlich noch handeln. Die ganzen Thoughts and Prayers bei den Attentaten immer. Du hast doch irgendwo, bei irgendwas hast du doch mal gesagt, wir können hier nicht tatenlos rumsitzen, also haben wir gebetet. Oder bei irgendwas hast du das doch mal gesagt. Ja, das war so ein Zitat. Ja, stimmt. Wo war das denn nochmal? Irgendeiner Flut? Wahrscheinlich. Irgendwas hast du mal, ich glaube, hast du sogar einen Brennpunkt erzählt. Möglich, ja. Ja, wir wollten nichts tun, deswegen haben wir einfach unsere Hände zusammengefaltet und nachgedacht, genau, um zu helfen. Ja, muss ja auch sein. Ja, ist ja jetzt tot, der Mann, ne? Das ist ja schade, mit 95 Jahren, der hatte ein viel zu kurzes Leben. Aber er war ein deutscher Papst, ja? Ja, dann... Ich kenne auch die Schlagzeilen von damals, wir sind Papst und so, und er war der Erste, glaube ich, der zurückgetreten ist. Und sonst sind die alle gestorben im Amt und der Deutsche natürlich, der sagt irgendwann, nö, mir reicht's, genug gepapstet. Rente. Hätte Hitler das auch mal gemacht. Ja. Hat er ja, letztendlich. Genug geführt. Ich würde eher sagen, er ist gestorben, statt zurückgetreten. Aber das kann man natürlich so und so sehen. Also sie selbst zurückgetreten, glaube ich, mit der Kugel in den Kopf. Und jetzt kann ich ja die Anekdote erzählen, als dieser Papst der Zweite gestorben ist, der vor dem... Papst Johannes Paul? Wahrscheinlich, der vor dem, der jetzt tot ist, dran war. Ich habe damals den Schreck Teil 1 gucken wollen. Im Fernsehen, im Free-TV. Mhm. Und plötzlich hieß es, der Papst ist weggeschalten. Ne? Der Papst ist tot, wir schalten gleich wieder zu ihrer Sendung. Da haben die sich dann eine Stunde unterhalten und hin und her geschalten, wegen irgendeiner Kirchenkacke. Und Schreck konnte ich nicht weitergucken. So ein Scheiß. Das ist eine Schreinerei. Ja. Und jetzt, wenn ich es auf YouTube gucken will, habe ich nur Schreck, but every time he steps, ist es dreimal so schnell. Aber ich weiß nicht, das ist eine andere Qualität. Das stimmt. Der Papst hat dir so viel genommen. So ein Arschloch. Ja, wirklich. Mein Arschloch hat er mir zum Glück gelassen. Ich war kein katholischer Knabe, aber er hat mir viel genommen, ist richtig. Ja, rest in peace, würde ich sagen, wa? Alter, altes Haus. Ja, man nicht mehr so lange. Wie heißt der aktuelle nochmal, der aktuelle Papst? Na Dings. Der heißt auch Papst. Das ist relativ leicht gemacht. Der heißt auch Papst. Papst. Das ist das gleiche beim englischen Premierminister. Ich hab dann aufgehört, mir den Namen zu merken, weil ich dachte, wozu? Aber... Glück aber der ist witzig. Die haben ja, sind ja immer für einen Witz gut. Ich weiß gerade auch nicht, wer heißt. Pujin. Abu Nahasa Bema Bidilon. Punani. Das war rassistisch. Der hat in so einer Foodbank mal so einen Tag gearbeitet für PR. Ne? Also wo die Obdachlosen kommen und so und der Essen ausgibt und so. Und hat sich dann immer, weil vor laufender Kamera, mit den Leuten unterhalten und... Er zwingt dann natürlich so ein bisschen Gespräch und fragt dann einen dieser Obdachlosen, oh, are you in business? Mm-hmm. Aha, what is your business? Und so. Mhm. Also ich bin obdachlos. Und dann aber das ist halt ja so eine nette Kantinenfrau neben ihm mit einem breiten Grinsen. Und dann sagt der andere, ja, ich bin obdachlos, deswegen bin ich hier. Und dann stirbt dieses Grinsen so nach und nach aus ihr raus. Das ist einfach schön. Das ist so wie dieses eine GIF, wo dieser Typ mit Pfeil und Bogen an seinen Füßen bedient, weil er keine Hände hat und trifft. Und dann kommt der Typ und will ihm halt so die Hand geben. Genau. Und dann so, auf die sogenannte Schulter drauf gedatzt. Ja. Oder irgendwie sowas. Das ist witzig. Und der ist auch im Amt, ja. Der ist noch im Amt. Ja, irgendwie schon, obwohl er so einen Scheiß macht. Der ist doch irgendwie der Reichste im Parlament. Na, einer muss es ja sein. Ja, da ist zu holen. Musste man so sehen, einer muss es ja sein. Ja, also, wer reich an Punchlines ist, ist Greta. Die hat auf jeden Fall richtig ausgeteilt. Der hat mit Bodyshaming einen reichen Sexisten fertig gemacht. Andrew Tate, erzähl ehemaliger Martial Arts oder MMA, ich glaube Profi auf jeden Fall und sehr erfolgreich, der jetzt quasi so der Top-G, der absolute Alpha-Alpha ist, ja, und damit halt ganz viel Geld macht, indem er Leuten dieses Image auftischt, obwohl bei allem, was er tut, klar ist, dass er erstens nicht sehr klug ist und zweitens sehr unsicher mit sich selbst ist. Aber sehr reich. Also und er hat viele Frauen bestimmt. Er hat, vor allem vor 7 Jahren ist er aus irgendeiner Sendung geflogen, weil ein Video viral gegangen ist, wie er eine Frau verprügelt. Wobei da nicht so ganz geklärt war. Sie hat wohl hinterher dann mal gesagt, ja, das war consensual. Es wirkt in dem Video halt gar nicht so, aber who knows. Egal, auf jeden Fall wurde der jetzt neulich wieder reaktiviert auf Twitter. Durch Elon
Und dann hat er jetzt, weil er sich so sicher ist und weißt du, was juckt es, die stolze Eiche, wenn ein Borstenvieh sich daran schrubbt, hat er auch von sich aus die Kreta angeschrieben, hat gesagt, ey, ich habe 33 Autos und das sind richtige Spritgassler, ne? Und oh, den CO2-Verbrauch, den die haben, da rollen dir die Augen raus. Gib mal deine E-Mail, damit ich dir das schicken kann. Eine Liste schicken kann von all meinen Autos, genau. was ihre Emissionen sind. Ja. Daraufhin hat Greta halt geantwortet, ja klar, ich freue mich davon zu hören, erleuchte mich und meine E-Mail-Adresse ist smalldickenergy@whocares.com oder so. Also wie Get Alive oder so? Ja, oder Get Alive, genau, irgendwie sowas. So, das war der erste Burn, das ist mittlerweile, ich glaube, in den Top 10 Most Liked Tweets of All Time. Ach echt? Mhm. Das ist aber von beiden Seiten wieder irgendwie schwach. Und es war dann kam auch mal eine Antwort von Andrew Tate, wo die halt... Die Story geht noch viel weiter. Okay. Wo er halt dann ein Bild postete mit einem Pizzakarton von sich und darauf hat man wohl gesehen, wo er gerade sich befindet. Ich glaube, was war's? In welchem Land? So, es ist auf Platz 4 der meistgelikten Tweets of all time mittlerweile. Mhm. Yes, please do enlighten me. E-mail at smalldickenergy@getalive.com. Das ist natürlich dieses Ding, haha, du hast ganz viele Autos, du musst irgendwas kompensieren. Und das sondert er zumindest sondert er das mit all seinen Tweets schon sehr aus. Mir wurde aber erklärt, dass das mit dem Small Dick Energy bei ihm okay wäre, weil er wohl selber mal mit seinem riesigen Penis prahlt. Es ist doch völlig egal. Ich finde, es in beide Richtungen ist egal. Pass mal auf, es geht noch weiter. Der hat dann ein Antwortvideo gemacht, was total confused war. Hat dann quasi 10 Stunden gebraucht, um ihr drauf zu antworten. Seine Antwort war quasi, haha, du hast einen kleinen Penis. Er macht halt so einen Penisvergleich mit einer Frau, mit einer 19-Jährigen. Mhm. Und also, no you war quasi seine Antwort. Seine schlagfertige Antwort nach 10 Stunden war, nee, du. Selber lachen alle so. Kälber. Zum Beispiel. So, aber in dem Video dazu ist ja eine Pizza in Rumänien. Rumänien war es, genau. Also eine Pizzaschachtel, auf der man erkennt, dass es eine Pizzeria in Rumänien ist. Und diese Information hat dann das rumänische SEK genutzt, um ihn zu verhaften. Geil. Weil der für Human Trafficking schon lange gesucht wird. Und daraufhin hat sie den viel besseren Tweet veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob der jetzt ja auch schon mit drin ist. Der hatte halt auch schon 2,4 Millionen, als ich den gesehen habe. Das kommt, wenn man seine Pizzaschachteln nicht recycelt. Oder genau. So. Und dann war die ganze Welt so, oh! Mic drop. Amanda Na Koi. Gut, sie ist rehabilitiert, aber zu sagen, du fährst teure Autos, du hast einen kleinen Penis, würde ich von so ist einer... Ist auch schwach, intelligent anmutenden Personen wie Greta schon nicht denken. Fand ich auch ein bisschen schwach von ihr. Aber wenn sie das Ganze geplant hat und irgendwie erreichen wollte, dass er einen Pizzakarton und sie das Ganze geplant hätte, dann würde ich sagen, genial, ne? Nee, glaube ich nicht. Aber es ist noch nicht bewiesen, dass die Polizei aufgrund des Pizzakartons aufmerksam wurde. Das ist wohl, es steht in zeitlichen Zusammenhang, aber man weiß nicht, ob es echt daran lag oder ob es nicht auch so schon wusste. Ja, da weiß man ja auch nicht, ob hinterher vielleicht dann ein bisschen dazu gedichtet wird. Mhm. Ich habe jetzt auch schon zweimal gelesen, dass das Einsatzkommando Greta geheißen haben soll. Wäre witzig. Aber, also so als Codename. Mhm. Ist witzig, dass der Tweet mittlerweile über dem Kobe Bryant Tweet ist. Den haben wir auch berichtet, der da im Helikopter abgestürzt ist. Mhm. Das war irgendwie, das weiß ich noch, das war ganz am Anfang von irgendeinem Jahr. 2020, siehst du? Oh, gutes Jahr. Da ist der abgehelikoptert. Echt? Ich dachte, 21 war das. Ach, hier, guck, ist es doch. Auf Platz 8 ist This is what happens when you don't recycle your pizza boxes. Hat Greta jetzt Platz 4 und Platz 8 der meistgelikten Tweets of all time. Ist Kobe echt 20 gestorben? Ich dachte, 21. Nee. Man kann sich das wie in einem Fußballspiel vorstellen. Sie kriegt den Ball von dem Typsen. Sie schießt neben das Tor. Weil sie einen kleinen Peniswitz macht, der natürlich schwach ist. Aber er schießt dann zurück und dann haut sie ihn voll rein, weil er ist im Gefängnis. Ja, ist so. Aber sowohl Peniswitze zu machen, als auch sich von Peniswitzen angegriffen zu fühlen, ist irgendwie menschlich so eher schwach. Ich mag eher Menschen, die so Shirts tragen mit Small Dick Club oder so. Das finde ich viel witziger. Ja, aber selbst das, weiß ich nicht. Zweite Ebene wo? Naja, es ist ja irgendwie ein Witz, weil ja viele immer... erzählen, sie hätten einen großen Dick. Mhm. Wenn sie aber das Gegenteil behaupten, ich habe halt einen kleinen Dick, so dann bringen sie auch ein Stück Normalität dahin, dass man halt auch keinen großen Penis hat und man prahlt eben nicht damit, weißt du? Ich weiß nicht.
Soll es denn überhaupt ein Thema sein? Ich finde, das ist auch ein Stück weit intim. Oh, gut, ich finde, ja, beides Quatsch, aber anyways. Anyways. Greta hat den eingemuchtet, das ist doch schön. Schön, ja, dass man von ihm immer wieder was hört. Man hört auch so wenig in letzter Zeit. Das stimmt. Ja, das Pizza-Boxen-Ding hat es auch schon wieder in die richtige Bahn gelenkt. Das finde ich gut. Ja. Wen man auch bald nicht mehr hören soll, ist Wham. Sie haben ja diesen großen Hit Last Christmas, den der eine oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Und es gibt ein Ehepaar aus Großbritannien, die diesen Song so sehr hassen, dass sie eine Kampagne gestartet haben, Geld zu sammeln, um die Rechte an dem Song zu kaufen. Und, kann man da noch rein donaten? Also sie haben wohl bisher so ungefähr 50.000 Pfund. Das wird etwa, wohl knapp. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber sie bräuchten wohl noch so, naja, also 15 bis 20 Millionen kostet schon so, so eine Lizenz. Und sie haben versprochen, wenn sie das Geld schaffen, wollen sie die Masterbänder an eine Atommülldeponie in Finnland schicken, wo sie für mindestens 2 Millionen Jahre ruhen werden. Mhm. Finde ich witzig. Und ihr sagt immer noch, dass reiche Leute Blödsinn. Stellt euch mal vor, ihr hättet 20 Millionen und könntet jetzt einfach Last Christmas verbieten. Ich weiß nicht, also so eine Exklusivlizenz, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass sich das lohnt. Also dieses Lied macht doch über die Jahre gesehen viel mehr Geld als einmalig 2 Millionen. Das wird doch weltweit überall gespielt. Ja, ist doch trotzdem. Das wird weltweit immer gespielt. Ja. Tausendfach. Das ist doch viel mehr Geld über die längere Zeit. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine Exklusivlizenz. Ja, die hassen den Song so sehr, dass sie ihn halt nicht mehr hören wollen. Wie lang geht die Kampagne noch? Ich glaube, der hat kein Limit. Also ist der Artikel nicht ersichtlich. Ist ja jetzt erstmal gewesen, Weihnachten. Haben wir jetzt also, ihr habt das gehört, Brennpunkt. Also, spendet diesem Pärchen. Vielleicht hau ich da auch noch mal ein bisschen was rein, obendrauf. Ja, das können wir nicht mal irgendwie 5.000 in die Hand nehmen, um, weiß ich nicht, Max Giesinger verschwinden zu lassen, oder? Du hast mit dem persönliches Problem. Dann halt Mark Forster. Dieser ganze Scheiße. Ja, ich finde Mark Forster schon sympathisch als Mensch. Nee. Er ist schon witzig und hat auch ein gewisses Grad an Selbstironie. Ich finde halt die Musik furchtbar langweilig. Oh, meine Meinung. Was hat denn der gemacht für Musik, Mark Forster? Die Chöre singen für dich und Flash mich. Alles so Songs, die sind mittelmäßig, aber halt nicht geil. Also ich finde die halt nicht geil. Die Chöre. Das war ganz witzig, als es im Musikpark lief, kam immer der Typ von der Bar, der mochte den Song aus irgendeinem Grund, hat sich immer so hinter das DJ-Pult gestellt und so. Geil. Sich gefreut und rumgetanzt. Ist der noch mit der Lena zusammen? Ja, die haben auch ein Kind zusammen. Guck mal. Beneidenswert. Die Weiß. Lena war doch auch ein Bepp. Ja, auch. Die war, glaube ich, von Freundesfreunden. Wieso warm? Wurde die Lena nicht auch durchgeleakt durchs Internet? Ja, es gab auch von ihr Nudes tatsächlich. Nudes. Ja. Nut. Das habe ich auch noch gelesen. Ist ja von den Pinguinen. Ich habe es mir nicht angeschaut, Pinguin, natürlich. Also, ja, ist ja auch so ein Ding, ne? Das ist ja. Also. Nicht gut oder so. Ne, wie hieß es? Nein, das ist ja gegen ihren Willen veröffentlichte Nacktbilder. Ja, ja. Und wenn man die anguckt, ist man nicht nett. Dass man Mittäter im unter Umständen. Ehrlich? Naja, ich glaube nicht, dass der für. Also man sagt ist. So, ne? Also man sollte jetzt nicht das aktiv googeln, weil es die Person nicht wollte, aber wenn man sie halt mal sieht, dann ist es halt so. Ich habe es echt zugeschickt bekommen, die Nudes von Lena, einem Studienkollegen. Der hat gesagt, oh, ist noch Lena hier, und hat mir einen Link geschickt. Und ich dachte, will ich eigentlich, also ja, ich finde sie heiß, aber ich will halt keine geleakten Nudes von der. Also hast du nicht draufgeklickt sozusagen? Ich habe es mir angeguckt. Echt? Ja, aber ich dachte, es ist vielleicht ein Fake oder so, aber es waren echte Nudes von ihr. Ah, aber nur ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich durchhalten würde, ob ich dann sagen würde, nee, lass mich mal in Ruhe damit, ne? Es gibt ja auch so Fake-Seiten. Guck mal hier, Tokyo Hotel und As5 oder so. Irgendwas. Ja, aber es gibt da noch weniger Grund, da drauf. Und dann klickst du drauf und kommt halt irgendwie Rick Astley oder so. Oder auf gar keinen. Ich würde das selbst erst recht nicht draufdrücken, wenn das eine Fake-Seite ist. Nachher klauen die deine Nieren. Das geht schnell, das stimmt. Hm. Ja, Lena, aber es ist schon länger her mit den Nudes, ne? So 3 Jahre bestimmt. Keine Ahnung. Das war Prä-Pandemie. Okay. Wann war denn dieses große Event? Haben wir da schon Brennpunkt gemacht? The Fappening? Nee, das ist schon älter, Fappening. Das Original Fappening, als da Jennifer Lawrence Arschloch ins Netz reinging. Das waren ja einige Promis, ne? War das nicht? Wann haben wir angefangen? 18? 18, 19, weiß ich gerade gar nicht genau. Na, Anfang 18 ist das, als der Kollege Schnürschuh hier nach Buxtehude rübergezogen ist. Mhm. Ich bin quasi der Lückenfüller geworden. Nein, das stimmt nicht. Ja, also euer Format, also der Brennpunkt, er ist ja jetzt, läuft jetzt schon auch in der Folge
188, ja. Krass. Also wir werden nächstes Jahr vermutlich eine 200. Folge sehen. Eine Live-Ausgabe, ja. Aber schon voll die geile Idee übrigens, aber das können wir besprechen, wenn wir off sind. Okay, Brennpunkt während des Fallschirmsprungs. Auch witzig, aber geht ja auch sehr kurz. Man muss ganz schnell reden, um die Themen unterzubringen. Man fällt ja auch nur so 3 Minuten, 4 Minuten oder so, ne? Also ist ja relativ. Dann müsste wie der Baumgartner so einen Stratosphärensprung machen. Einfach direkt aus dem Flugzeug raus den Fallschirm ziehen. Oder einen Flottcast aufnehmen. Das wird man schaffen. Ja, genau, irgendwie sowas. Aber ich sag mal, der Padumcast und der Flottcast, die waren ja nicht so, so beständig. Ja. Insofern, der Brennpunkt ist ja für viele Leute am Sonntag schon eine kleine Konstante. Ein Ritual geworden. Das Wort zum Sonntag, wenn der Papst schon tot ist. Und warum wurde das nicht so genannt? Der Papst ist tot. Immer noch, ja. Ich check mal ganz kurz. Es gab sogar eine Facebook-Seite, die hieß aktueller Stand von Papst Ratzinger, wo die alle jede Stunde gepostet haben, er lebt noch. Lebt denn der alte Papst Michel noch? Nein, er lebt nicht mehr. Was gibt's nächstes Jahr Schönes? Also, was wird denn da passieren? Ja, stopp, nächstes Jahr. Es gibt einen Heizkostenzuschuss. Ja. Einen Heizkostenzuschuss. Ja. Und ich glaube, ein Heizdeckel. Muss ich dafür was machen oder kommt das einfach so zu mir? Du kriegst ja nee, warte mal. Wie war das, Stressi? Du hast da doch eine Ahnung. Also, ich hab's nur so verstanden. Als BAföG krieg ich einen Heizkostenzuschuss. Als Student krieg ich einen Heizkostenzuschuss. Und ich krieg einen Heizdeckel. Du kriegst, glaube ich, gar nichts. Obwohl ich weniger Geld habe als Studenten. Toll. Ja, du kannst Wohngeld beantragen, glaube ich. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Doch als Wohngeldempfänger kriegst du einen Heizkostenzuschuss. Ja. Achso. Also der Staat pumpt uns die Scheiße aus dem Arsch und Geld rein. Und wenn ich da noch einen auf der verfickten Straße sehe, der sagt hier, dann drehe ich am Rad. Die sollen sich mal schön an den Garageneingang vom Bundestag kleben. Da gibt es ein Schild hier in der Umgebung. Da steht drauf, bleibt nicht in euren kalten Wohnungen gegen rot-grüne Energiepolitik. Ganz schlimm. Ich hasse alles. Vor allem hat es ja mit denen gar nichts zu tun, ne? mit der aktuellen Regierung. Es war ja, die russische Abhängigkeit ist ja von... Ja, das ist, weil das halt das Geile ist. Jetzt kommt Merz und sagt, ja, gebt euch mal ein bisschen Mühe hier, geht ja gar nicht. Ne? Wir wären jetzt in der genau selben Position, wenn Merkel noch... oder wenn die CDU. Ich glaube, wir wären in einer nicht besser. Also ich glaube eher, dass eine CDU-Regierung weniger von Russland weggegangen wäre, sondern gesagt hätte, wir brauchen das Gas und zack, Strich drunter, weil die CDU-CSU-Regierung stand ja für ihre Handlungsunfähigkeit oder Handlungsunwilligkeit. Ich glaube, die hätten einfach weiter russisches Gas bezogen. Hätten es relativiert in irgendeiner Art und Weise. So kann ich es mir halt vorstellen. Ja, trotzdem kam ja lange Zeit gar kein Gas von Russland zu uns rüber. Aufgrund von Reparaturarbeiten. Ja, aber weil wir nicht tief genug in den Arsch gekrochen sind. Wenn man sagt, Corona ist gar nicht so schlimm, ist das ein Relativierung. Relativierus, ja. Relativierus. Tut mir leid, mir ist schwindlig. Ja, schreib es auf, wenn wir es noch vorstellen. Aber war ein guter Gag. Hast du einen Schlaganfall oder so? Also nee, das ist noch meine Nachwehe. Mach mal die Arme hoch. Du willst das in Hitlergruß jetzt machen? Lächel mal. Doppelter Hitlergruß. Okay, ja, ist kein ungleichmäßig. Okay. So funktioniert das also. Wer stirbt nächstes Jahr? Wer stirbt nächstes Jahr? Gute Frage. Wir haben ja jetzt die Queen nicht mehr, ne? Thomas Gottschalk wäre auch mal dran. Wäre mal dran. Nee, ich glaube, der macht eine Weile. Der ist voll gealtert, nicht? Wir hätten das nicht gesehen, nur so Ausschnitte. Der wirkt ja richtig alt auf einmal. Der hat damals schon alt gewirkt. Der hat so eine komische Sendung mit, wie heißt er? Günther Jauch gemacht. Wie heißt die Sendung? Kennst du bestimmt. Ja, kenne ich. Und die haben da so hart wie so ganz alte, senile Männer gewirkt und nicht wie irgendwelche krassen deutschen Moderatoren-Legenden. Ganz, ganz finster. Noch werden. Aber jetzt, wo die Frage halt, wollen wir noch bei Sterben bleiben oder bei was passiert nächstes Sterben bleiben. Jahr? Weil beides. Ich find die Frage ganz interessant. Natürlich sind das jetzt wilde Zeiten. Früher haben wir gesagt, boah, was passiert nächstes Jahr? Jetzt denken wir so, ja, hoffentlich passiert nächstes Jahr nichts. Aber wird China jetzt endlich mal da einreiten oder nicht? Oder wird es so sein wie bei Corona? Da war 2022 wild, 2021 hat sich's erholt. Und als dann 22 gut war, ist erst Russland eingeritten. Jetzt ist die Frage, wird sich der Krieg 23 geben? Und 24, wenn der Krieg zu Ende ist, dann reitet China ein, damit wir ja niemals Ruhe haben. Ne? Ja, stimmt. So von Krise zu Krise zu Krise, ne? Genau, dass da auch eine Naht dann ist, eine saubere. Dann kann ich zwei Krisen gleichzeitig bekommen hin. Ne? Das würde mich auch nerven. Ja, doch. Aber was eine interessante Frage ist, macht Ukraine nächstes Jahr einen Strich drunter, ne? Oder Russland? Auch das kann passieren durchaus, ja. Inwiefern einen Strich drunter? Na, dass er sagt, okay, wir haben's. Ach so. Krim,
Donnerstag. Als die Russen dann doch sagen, sie ziehen sich zurück. Was ich ja glaube, ist, dass Putin immer mehr Leute verliert und verheizt im Krieg, weil er die Ukraine unterschätzt weiterhin und mobilisiert und das Volk das aber gar nicht will. Weil sie langsam ja auch mitbekommen, dass es halt ein Krieg ist und keine militärische Operation. Und es ist ja gerade Realität, dass ganz viele Mütter ihre Söhne verloren haben jetzt durch den Krieg in der Ukraine, also aus russischer Seite. Und wenn immer mehr sich jetzt auftun und merken, Moment mal, bei uns sterben gerade massenweise junge Männer auch aus Russland, dann lehnen sie sich auch mal auf gegen die russische Regierung, glaube ich zumindest, dass das eher passiert. Bleibt zu hoffen, irgendwas muss ja passieren. Ich meine, du kannst ja nicht andauernd 300.000 mobilisieren, irgendwann ist ja, schätze ich mal, auch alle. Und die werden ja auch nicht erfahren, ne? Und wenn die das dann zugunsten von 200 Metern hin und zurück Frontverlauf in Bachmut irgendwie machen. Das lief ja auch im Ersten Weltkrieg eine Weile. Ja, also das. Ich habe schon gesagt, also in Russland passiert gerade im Westen nichts Neues live. Aber das ist im Osten nichts Neues. Von denen aus gesehen ist es aber Westen. Ja, und gut. Deshalb habe ich gesagt von Russland aus. Ach so. Hast du mir jetzt verbessert, war es aber falsch. Mist. Ja. Tino, ich habe ein Angebot bekommen, zu einem Geburtstag nach Sibirien zu fahren. Sibirien? Würdest du das machen? Einfach mal, kriegst einen Flug bezahlt und fliegst nach Sibirien? Minus 17 ist Grad. Es wird zu kalt, nee. Ich würde es nicht machen. Was guckst du mich so an? Ich würde es nicht machen, weil ich Angst habe, dass ich nicht mehr rauskomme. Ja. Dass man halt reinkommt und dann... Das auch, ja. Oh, guck mal, ein wehrfähiger Mann. Na, jetzt aber. Ich komme aus Deutschland. Ja. Ja, dann super. Dann weiß ja... Keiner von uns. Also nein, nichts liegt mir ferner, als dies zu tun. Aber es hat mehrere Gründe. Als Sibirien zu fliegen? Ja. Ja, ich fliege auch zum ersten Mal nächstes Jahr. Tino, du hast doch... Ich habe schon eine Reise geplant. Du fliegst das erste Mal in deinem Leben. Mhm. Ich bin nie geflogen, tatsächlich. Wo fliegst du hin? England. Okay. Da kannst du auch fahren. Ja. Da gibt es einen Tunnel. Ist mega teuer. Flixbus? Kriegst du bestimmt für 90 Euro. Also fährst du halt 20 Stunden oder so. Aber fliegen ist Umweltschäden, die teuer sind. Ne? Das zahlst du nur nicht. Das kompensiere ich als vegan Leben, dann noch nie geflogen, dann nicht Autofahrer. Das kannst du halt immer sagen. Ja, mache ich auch. Ja, aber man zahlt ja nicht ein, weißt du? Mit der Logik kann ich, glaube ich, also ich habe ja, also weißt du, wie lange ich schon nicht Fleisch esse, aber das, also, ne? Ist ja trotzdem. Also das heißt, gerade bei London muss ich sagen, da kann man ja schon auch. Aber mach, wie du denkst. Die Logik ist ja nicht, alle Menschen können sich benehmen wie ein Schwein. Und wer sich nicht wie ein Schwein benimmt, kann sich auf der anderen Seite mehr wie ein Schwein benehmen. Ne? Ja, nee, nicht mehr. Wie gesagt, ich bin noch nie geflogen. Das ist mein erster Flug überhaupt. Oma Inge schreibt. Hat angerufen. Ach so. Ruf mal zurück. Live, komm. Live, Podcast, zurückrufen. Als mache das. Ich sollte nie wieder Sachen sagen. Oma Inge, Handy. Das ist schön abgewürgt, das Gespräch. Das ist dieses Podcasten. Hallo, mein Guter. Hallo Oma, ich habe hier gerade Besuch da. Ich rufe später nochmal an, ja? Ja, aber weißt du, was du für mich schon immer machen solltest? Ach so, was denn? Du sollst nur mal gucken, wenn ich jetzt 34 mehr gefahren bin mit dem Auto bei 100 und fahre 34 mehr, was ich da bezahlen muss. Okay, du bist 134 km/h gefahren? Ja. Ah. Fahr nicht so schnell, Oma. Pass auf dich auf. Ja, gut. Alles klar, bis dann. Ich guck nach. Tschüss, danke. Tschüss. Ich sage Monat Fahrverbot 2 Punkte in Flensburg und 200 Euro. Meine Oma fährt 300 auf der Autobahn. 34 über 100 gefahren, oder? Gibt es da überhaupt so eine Seite? Was ist 34% von 100? Keine Ahnung. Witzig. Ja, wir haben voll die vielen Themen die Woche, oder? Dass wir ja überhaupt ich glaube, 34 nicht zu schnell. Für 34 km/h zu schnell auf der Autobahn und Landstraße und generell außerorts sieht der Bußgeldkatalog derzeit ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro vor. Da war ich richtig. Bußgelderhöhung gilt seit 201. Das Bußgeld wurde 25 Euro. Okay. Ja. Da muss ich Buße tun. Aber doch nicht. Da gibt es doch sicherlich Punkte. Bei 34, das ist doch viel zu schnell. Das ist dieses Podcasten. Also wir scrollen gerade eine Seite entlang. Außerhalb schätze ich. Also wenn die innerorts so, also eieiei. Da verlierst du ja alles. Alles, was du besitzt. Ein Punkt nur, okay. Zu schnell aus. Das ist falsch. Und erhalten. Führerschein ist auch gar kein Problem. Okay, krass. Also kriegst du einen Punkt dafür. Ich schätze doch. Wenn was seid ihr sagt, ne? Ja.
Ja, cool. Gut. Ja, es gibt nicht so die Themen. Doch, es werden die Telegramme werden abgeschafft bei der Deutschen Post. Die was? Ach so. Telegramme. Oh nein. Mhm. Wie soll ich denn jetzt Telegramme verschicken? Ist das dieses... Mm-mm. Ungefähr, dann kannst du jemanden losschicken, dann singt er halt ein Lied für jemanden. Telegramm für Robin aus der Rafu und dann macht der... Das machen wir erst gleich. Aber ja, okay, cool, traurig. Ja. Können wir jetzt die Rabigramme wieder einführen. Weil du das sagst, Rab, toll, das ist ganz witzig, weil Rab hat vor Jahren mal aus Witzigkeit ein Telegramm verschickt und kam dann so eine Frau zu ihm ins Studium, hat das Telegramm halt vorgelesen. Mhm. Und die meinte auch, das nutzt ja schon kein Schwein mehr. Und das ist zu einer Zeit, wo Rab noch gesendet hat. Und ich glaube, das war noch vor der Zeit, also lange vor der Zeit, wo er so, also schon lange her. Aber wenn es keiner benutzt, dann ist es doch trotzdem noch ein Service, den man anbieten könnte, weil sie sind ja nicht überfordert. Wenn sie einmal in der Woche ein Telegramm irgendwie machen müssen, wäre es doch voll okay. Ja, das ist sicherlich irgendwelche Betriebskosten, die sinnlos sind, ne? Also, das kann sein, so. Du alter Wirtschaftsmensch. Naja, man kann den Rewe ja offen lassen, auch wenn da keiner einkauft, weil ich muss ja auch keine Ware nachkaufen. Das ist sozialistisch, wenn ich sage, wir halten das Angebot offen, auch wenn es nicht genutzt wird. Genau, und deshalb wird es wahrscheinlich eher zu Unkosten führen. Ja, den kann ja der Staat subventionieren. Wenn er da Bock drauf hat. Hat er bestimmt. Aber der Staat, da freut sich der Steuerzahler dann. Siehst du? Wenn er sich freut, hat er ja auch nochmal gewonnen. Aber dann kann der Steuerzahler sein Geld nicht da rein investieren, dass Last Christmas auch gekauft wird. Wäre das nicht geil, wenn wir als Deutschland Last Christmas besitzen würden? Dann würde man einfach von den Tantiemen noch mehr Geld machen. Hm. Oder das ist doch eine voll die Schuldenidee, um aus den Schulden rauszukommen. Wir könnten auch einfach Lufthansa besitzen. Haben wir ja, oder? Oh. Ich mache ja wenig Umsatz als Last Christmas. Meinst du mich nicht? So eine staatliche Musiklizenz von Last Christmas, macht das? Ey, Olaf, mach das mal. Nee, nicht Olaf. Hier, wie heißt er? Lindner als Finanzminister. Plan doch in den nächsten Haushalt einfach mal die Lizenz von Last Christmas ein. Mhm. 20 Millionen, was ist denn das? Gar nichts. An sich nicht, ne? Und dann jedes Jahr kriegst du das Geld wieder reingespült. Was die Amis von ihrem Militärbudget alles für Lieder kaufen könnten. Siehst du? Und so die Weltherrschaft an sich. Aber wenn die Amis jetzt nicht dieses Militärbudget hätten, dann wären wir aber ganz schön genatzt. Hm. Und der Einzige, der noch halbwegs einsatzbereit ist. Was wollte ich sagen? Meinst du, dass es nicht irgendwo in irgendeinem Grundgesetz oder irgendwo steht drin, dass der Staat nicht irgendwie wirtschaftlich Scheiß besitzen darf? Also das irgendwie, ist das doch aus irgendeinem, also warum besitzt der Staat nicht übelst viel Wirtschaftssachen? Doch, das gibt's, also man darf, glaube ich. Es gibt ja auch die BRD GmbH, die gibt's ja wirklich. Das ist ja wirklich eine eingetragene GmbH, weil auch der Staat Behörden hat, die wirtschaftlich handeln. Das gibt's schon, muss er ja auch. Hm. Der Staat muss ja wirtschaftlich handeln, um überleben zu können. Ja, aber dieses Bahnding finde ich trotzdem nicht so geil, muss ich sagen. Warum gibt's denn da nicht einheitliche Preise? Warum muss denn das so? Also klar, jetzt ändert sich ja eh vielleicht einfach mal ein Thema. Weil die Bahn nicht mehr staatlich ist. Die müsste staatlich verstaatlicht werden, wenn du mich fragst. Ja, zurück zum Beamtenstatus für die Bahnangestellten. Das dürfte für mich, finde ich, nicht sein. Ich finde, die müsste einen Preis haben irgendwie. Wie meinst du das? Na, du sparst ja Geld, wenn du früh buchst. Mhm. So. Und das finde ich bei sowas wie der Bahn einfach nicht geil, muss ich sagen. Stimmt. Ja, aber dadurch haben sie weniger Kosten, weil sie besser planen können, wenn Leute früh buchen. Und die gesparten Kosten machen ja noch die da Züge aus oder was? Die fahren doch trotzdem oder nicht? Oder was meinst Kürzer du? Kürzer vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir nur so vorstellen, dass die Bahn ja irgendeinen Vorteil davon haben muss, wenn sie früh wissen, wie viel Nachfrage ist und die dieses gesparte Geld umlegen. So kann ich mir halt nur denken. Oder andersrum, die profitieren von Spontanbuchern. Die sagen, ich will spontan nach Berlin fahren und kann nicht das Dreifache verlangen, weil konnten es jetzt nicht einplanen und können mehr Geld rausziehen. Finde ich blöd. Aus den Leuten. Vielleicht kann ja jemand mal einen Bahn-Podcast kaufen, wäre dann die Motivation, den ganzen Bums mal nachzurecherchieren, weil einen Großteil verstehe ich echt nicht. Und ich kenne Menschen, die bei der Bahn arbeiten, die können wir einladen und dann können wir richtig gerne Experten-Talk machen. Sind das Kontrolleure oder sind das wirklich so Leute, die da hinter dem Zügeln sitzen? Also ich kenne eine Person, die fährt die auch und eine andere Person, die kümmert sich so um die Schienenorganisation. Die sitzt quasi am Bahnhof und lenkt halt und wo die reinfahren sollen und so. In den Bahnhof sollen die reinfahren. Ey, das wäre wirklich ganz interessant. Echt? Weil ich auch diese ganze Debatte von wegen, warum ist die Bahn immer beschissener? Da gibt es ja auch, klar, diese ganzen Sachen von irgendwann wurden die ganzen Weichen abgebaut und so weiter, aber davon einen Insider zu hören, was der dazu denkt, wäre nochmal besser, ne? Von der Person weiß ich auch, dass ein ganz großer Teil der Ausgaben für die Bahn Vandalismus ist, weil ganz viel beschädigt wird. In irgendwelchen Haltestellen und in Bahnhöfen wird so viel randaliert, dass sie echt einen Haufen Geld ausgeben müssen. Aber vielleicht wird randaliert, weil die Bahn so scheiße ist. Mhm. Das ist ein Teufelskreis. Mhm.
Weil die Leute, die daran Linux zu tun haben. Randale, teurer. Also sollte man am Bahnhof so ein paar Entertainment-Programme hinstellen, damit die was zu tun haben. Wie bei Rollercoaster Tycoon. Man muss einen Entertainer einstellen und einen Wachmann. Ja. Und am besten noch eine Putzkraft und vielleicht auch einen Mechaniker. Ohne Scheiß, das ist ja total sinnvoll. Habt ihr mal gesehen, diese Plakate bei Bahnhöfen mit schreib uns eine schmutzige Nachricht bei WhatsApp und dann kommen wir und reinigen den Bahnhof. Dann schickst du eine Nachricht und sagst, hier am Bahnhof in Weimar ist bei Gleis 3 unter der Bank liegt halt Müll, dann kannst du das schreiben, dann kommen die und räumen das wohl auf. Was? Okay. Hm? Aber ist nur hier oder was? Habe ich nur einmal gesehen, als so Plakat mit okay. Schreib uns zu WhatsApp und dann räumen die auf. Stell dir mal vor, das gäbe es hier in Ruhrpott. Da würde ich aber was schreiben, du. Ich meine, in Dortmund gibt es tatsächlich eine Instagram-Seite, die du anschreiben kannst, die sich um verdreckte Orte kümmert. Siehst du? Ey, lass das mal machen. Entschuldigung, liebe Instagram-Seite, Dortmund ist verdreckt. Okay, Bombe drauf. Ja, bitte. Wie gesagt, ich gehe auch das Risiko ein, dass ich in dem Moment dort bin. Wenn Dortmund weg ist, sterbe ich dafür gerne. Dann geht es nämlich der ganzen Welt besser. Aber als Experiment mal einfach sich am Bahnhof zu setzen, man lässt so ein bisschen Müll fallen und schreibt dann in WhatsApp und guckt, was passiert, ob die das echt machen. Ob der Service funktioniert. Können wir das nicht einfach machen, wenn schon Müll da ist? Weil das finde ich jetzt wirklich ein bisschen niederträchtig, da Müll hinzuschmeißen, naja, damit man das wegräumt. Aber das ist ja jetzt dieses The-Table-Szenario, weißt du, wo man Müll aufhebt und dann da hinwirft, um einen Clip zu machen und dann heißt es hier, du verdreckst den Platz. Ich meine, wenn da eh schon Müll liegt, dann kann man da gerne arbeiten. Aber sehe ich selten tatsächlich in Weimar, dass irgendwie Müll liegt am Bahnhof. Ist auch gut. Ja, es funktioniert vielleicht sogar. Das ist auch dieser, wie heißt das? Da gibt es auch so einen Begriff dafür, so ein Funktionstrugschluss oder so, dass wenn etwas funktioniert, dann denkst du, es braucht einen gewissen Service nicht. Wie als es um die Impfung ging. Was war das denn? Weil die Corona-Maßnahmen in Deutschland so gut funktioniert hatten am Anfang, gab es deswegen auch relativ wenige Fälle. Präventionsparadoxon, glaube ich. Genau, so hieß das, Präventionsparadoxon. Weil es funktioniert, denken die Leute, man braucht die Prävention gar nicht. Mm. Ja. Ja, es gibt auch eine Liste von einfach 1 Million Biases, von daher. Ja, das ist auch Mensch super interessant. Kauft den Brennpunkt-Hörerwunsch menschliche Biases. Total interessant. Wir bräuchten so eine Wishlist, so eine Hörerwunsch-Wishlist. Ey, Alter, wie gut! Ja, lass das machen. Wir würden gerne über die und die Themen reden. Gib uns Geld, damit wir es tun, Alter. Was ist das denn? Ja, lass das mal machen. Ich glaube, wir müssten erstmal die zwei Hörerwünsche machen, die noch offen sind. Aber welche sind das? Wir haben einmal Kultur hier. Kulturelle Aneignung. Genau, und dann der neueste von Emily. Vielen Dank, Emily, für ihren Freund, dass wir quasi das große retrospektive Thumbnail-Gucken machen. Ja, aber das ist ja beides nicht gewishlist. Das wäre ja schon längst draußen, wenn wir da Bock drauf gehabt hätten. Na, ich habe auch Bock auf das Thumbnail-Ding. Das ist ja erst ein paar Tage alt. Na gut. Also ich wünsche mir einen Wrestling-Podcast. Ja, lass das mal kurz mitschreiben. Also, wir brauchen, was wir hier auf dieser Schokoladenpackung, wo wir schon für Silent Hill 2 Dead Hill. Hier schon eine Notiz drauf haben. Also, wir wollen den DB-Podcast. Deutsche Bahn, ja. Hörerwunsch, dann wollen wir Wrestling. Dann wollen wir, was war das dritte? Über Bias. Was noch? Was heißt Bias? Dass ein Bias ist? Vorurteil. Oder das, ja? Okay. Es gibt so eine Tendenz, die man von vornherein hat. Eine Neigung, ja, genau. Aber es gibt halt keinen richtig geilen Übersetzungsmove dafür, soweit ich weiß. Ich kenne es als Vorurteil irgendwie, so als negatives. Ja, aber es ist ja kein Vorurteil. Es ist, also ja, Vorurteil. Du beeinflusst, irgendwie negativ beeinflusst. Ja. Wenn du schon vorab so ein bisschen eine Meinung hast, die reinspielt, ja, also ja. Du hast ja nicht mal wirklich die Meinung, wenn ja, du bist, das ist ja unterschwellig. Voreingenommen vielleicht, könnte man noch sagen, ja. Voreingenommenheit maximal. Ja, sowas. Genau. Ja, so Survivorship Bias. Du hast ganz oft hast du was überlebt und da denkst du dir, nee, es ist gar nicht das, ist glaube ich ein bisschen anders. Aber weißt du? So. Finde ich gut, die drei. DB, Wrestling und Bias. Ja, wir können noch weitere hinzufügen. Aber wo wird es die Liste dann geben? Nirgends. Ja, aber die Leute müssen doch wissen, was sie sich wünschen sollen. Okay, schreibe ich auf die Amazon-Wishlist. Mach das mal. Stelle ich Bücher drauf, die dann so heißen. Deutsche Bahn, nee, Bias. Du verkaufst bei Amazon Zettel, wo die drei Wörter draufstehen, verkaufst du für 60.000, dass den halt keiner... So, und da steht das dann drauf. Okay, das ist witzig. So. Oder eben doch für 20 Euro, dass sie ja auf das Papier bekommen. Ein Stück Papier, wo es draufsteht. Plus Versand. Ja.
Neuerung im Brennpunkt Internet. Ab nächsten Jahr, man kann sich einen Zettel, wo der Brennpunkt Hörerwunsch Thema draufsteht, kaufen für 20 Euro. Und dafür gibt es einen Brennpunkt Hörerwunsch mit dem Thema. Ja. Das ist wie die Partei, die mal Geld verkauft hat. Und du darfst Geld nicht verkaufen. Oh, hier ist das zweite Mal, ne? Kann sein. Aber jedenfalls darfst du ja kein Geld verkaufen. Deswegen haben die halt Postkarten noch mit dazu gegeben, dass du ja die Postkarten offiziell kaufst. Ach so. Und nicht das Geld. Voll smart sein. Was passiert sonst noch nächstes Jahr? Also der Krieg wird nicht beendet, sagen wir demnach, oder? Der wird dann erst Anfang 24 beendet. Also, boah, das ist so schwer, ne? Weil Ausgangslage jetzt ist ja, Munition wird knapp, aber bei Russland irgendwie auch. Und, und Russland, die Ukraine hat halt Bock, ihr Land zu verteidigen, und die russischen Kämpfer haben halt Bock, nicht zu sterben. Ja. Und nicht Bock, direkt in Feuer reinzurennen. Insofern ist es ja schon ein bisschen... Ey, das ist so schwer, ne? Wird es der heißeste Sommer seit Menschengedenken? Wie jedes Jahr, oder? Ja. Nee, dieses Jahr war nicht, aber ja, wird's wahrscheinlich. Geil. Ja, wird's auf jeden Fall. Sind nicht auch irgendwelche Wahlen? Oder nächstes Jahr erst? Sind schon Wahlen. Nee, in den 2 Jahren, glaube ich, erst. Also es gibt... OB-Wahlen, glaube ich, ist noch dieses Jahr, oder? Wow. In Weimar, also nächstes Jahr. Wollen wir uns aufstellen lassen? Einfach wir drei oder wir vier? Ich wäre super gern OB von Weimar, also ich kann ja quasi Homeoffice machen von Köln aus. Ich kann einfach ganz viele Kandidaten zu haben, die einfach wir sind. Ja. Doch, einfach jemand sein, der ist, das finde ich eh gut. Das ist witzig. Übelst langer Wahlzettel. Und die Leute, die dann einfach so abzählen, die werden uns dann schon treffen. Es gibt Podiumsdiskussionen, es gibt Zeitungsartikel und so weiter. Und dann, wenn wir einfach zu 3 gegen Kleine sind... Drei gegen Kleine, ja, nice. Mhm. Wir gründen eine Partei. Drei kleine Schweinchen. Ja, drei gegen Kleine. So drei kleine Schweinchen. Aber wie gesagt, ich glaube, jemand, der 400 Kilometer weg wohnt, kann nicht OB sein. Ich glaube es einfach. Doch, das geht. Echt? Du musst nicht wohnhaft sein. Krass. Für die Gemeindewahl schon, also im Stadtrat, okay. Aber nicht für OB. Okay, vielleicht mache ich dann wirklich Homeoffice. Wäre witzig. Vielleicht kann ich dann endlich mal diese Scheiße... Was ist denn mit dieser verfickten Uhr über dem Postamt? Wann ist denn, was ist denn damit? Tja, Herr Kleine, ist kurz vor 10. Es ist zwei vor zwei, so rum. Ja. Ja, ist das irgendwie... Es kann doch nicht sein, dass die Uhr so lange kaputt ist. Das ist Tradition einfach. Die ist, alle, die es nicht wissen, Goetheplatz, Postamt, darüber ist eine Uhr, das ist 10 vor 2 und zwar immer und schon seit ich weggezogen bin, das war 2018. War schon ewig lange. Und da war es auch schon lange. Also ist das irgendwie... Denkmalgeschützt, dass man sich reparieren kann oder was halt. Also finde das mal raus, du bist ja schon ziemlich nah an der Politik. Denkmalgeschützt, die Uhr darf ja nicht richtig gehen. Verglichen zum Beispiel mit der Buchenwalduhr, die ja auf die Zeit gestellt wurde, wo das befreit wurde, ne? Oh. Stimmt. Kann ja irgendwie das alles sein. Das gleiche vielleicht, als du weggezogen bist, haben sie auch die Uhr stehen. Die war wie gesagt schon so, als ich schon bevor ich weggezogen bin, aber wäre witzig, ja. Und Pelé ist gestorben. Wer? Pelé, dieser Fußballer. Pelé. Da war meine Kindheit immer so, dass das... Das ist das Beste vom Fleisch. Ich wollte gerade wissen, das klingt so wie... Pelle. Nee, eher so wie so Katzenfutter, eine Mischung aus Pellet und Gelee. Hm. Nee, der... Pelletklumpen. Praktisch portionierbar. Der war halt in meiner Kindheit der Synonym für ein guter Fußballer zu sein. Ich bin Pelé und so. Und das habe ich ja auch wieder nicht mitbekommen damals. Der ist 82 geworden, brasilianischer Fußballspieler. Ups. Wir hatten ja einen ganz großen Fußballhaushalt und da war uns immer so, ja, ich bin ein Pelé und so. Okay. Sarah Chan hatte das schönste Jahr ihres Lebens. Von daher, schön. Ach so, wir 2023 warum? Legen wir noch einen drauf. Hör auf, ey, ich finde das so ganz blöd, die Hoffnung ins nächste Jahr zu legen, weil... Das ja, auch in dem Moment, wo du dir vorsetzt, du kannst dir viel Jahr vornehmen, machst, ne? Du kannst sagen, Alter, guck mal, das bin ich. Oh. Du kannst sagen, boah, ich werde richtig reinhauen, ich werde mein Business noch krasser machen, aber zu hoffen, dass es nächstes Jahr... wieder das beste Jahr wird, das führt doch absolut nur zur Enttäuschung. Also entweder wird es tatsächlich das Beste, aber deine Anforderungen sind noch höher und es wird schlechter und du bist enttäuscht, also würde ich nicht machen. Es wird mal ein Jahr geben in den 20ern, wo alle sagen werden, jetzt war mal nichts Schlimmes passiert. Nee. Erst gab es Corona, es gab These. Kriege und so weiter. Das wird irgendwann nicht passieren. Ich tippe auf 26. Das wird ein Jahr sein, wo es keine harten Krisen gibt. Klar, die kleinen normalen, aber so. Die kleinen Klimawandel und so weiter, ja, ne? die jetzt einfach gar nicht mehr weggehen. Ja, das ist ja so eine Riesenkrise, ja, die man nicht los wird. Aber ich meine jetzt so eine aktive, krasse Krise, so wie jetzt Krieg, Pandemie, die halt so weltweit die Welt in Atem hält, wird 26 nicht mehr sein. Da wird man ja zum Durchatmen sein. Aber ich erachte es als möglich, dass die Ukraine nächstes Jahr einen Deckel zumacht, aber absolut nicht als gegeben. Ich würde sagen, wie wahrscheinlich ist das 35%? Für 37%, dass die Ukraine den Deckel zumacht. Und Putin wird abgetreten werden. Putin, der
das wird nochmal witzig. Der geht mal schön nach Venezuela und zu Hitler. Fliegt dann hinterm Mond zu Hitler, genau. Ich dachte nach Den Haag vielleicht. Da, ja, Urlaub halt, ne? Das soll ja auch schön sein. Ja, das wäre, aber ich muss sagen, das wäre halt ein schönes, das wäre ein schönes Resümee, so ein bisschen wie die Nürnberger Prozesse, wenn halt die Sache vor Gericht geklärt wird. Der wird jetzt nicht irgendwie erschossen oder flieht oder wird zerhackt oder fällt aus dem Fenster, sondern der wird schön, wie sie es gehört in der modernen Zeit, schön gerichtlich verurteilt. Und das wird halt nicht passieren. Ja. Dann bei wem der große Macht hat, ist das passiert in den letzten Jahren. Ja, wie gesagt, irgendwann. Zum Beispiel Goebbels hier gerade nicht, ne? Rudolf Hess zum Beispiel, der wurde von Nürnberg ins Gefängnis gesteckt. Ja, gut, das ist alles lange her, ne? Und da war sich ja die Welt einig auch. Also selbst so Epstein, Leute, also ob der sich nun umgebracht hat oder nicht, es passiert halt einfach nicht. Weißt du? Ich bin da ein bisschen zynisch, muss ich sagen. Aber guck mal, ich find, wie gesagt, wäre eine schöne Vorstellung. Ich sag mal, wenn es so heißt, okay. Es sind übrigens die zwei Leute wieder gestorben diese Woche, aus dem Fenster gefallen. Na ja, das sind halt ziemlich unsichere Fenster dort, ne? Das muss man auch mal sagen. Ja. Vielleicht sollten wir auch mal gucken, dass wir in Russland die Fenster ein bisschen sicherer kriegen. Ja. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass es... Da ist ein Muster. Das sind diese rostigen alten Klapperdinger. Oh, das mag ich nicht, ne? Auch bei Oma Christel in der Wohnung, wenn du das Fenster zumachst und du merkst so durch die Ritzen, da ist es noch kalt durch. Das ist, das mag ich nicht. Ja. Diese alten Wohnungen. Heizen soll 2023 noch teuer bleiben. Sich wieder lohnen. Damit sich Heizen wieder lohnt. Bescheuert. Ja, aber hat er vor der Woche, glaube ich, gesagt, das wird teuer bleiben, also nicht sich erholen, aber dann wird es wieder ein bisschen günstiger, dann im Laufe der sukzessive im Jahr 24. Aber es wird nie wieder so günstig wie zuvor. Jetzt wird isoliert und Wärmepumpe, dann ist das eine runde Sache. Aber man kann ja auch die Fenster abdichten und man kann ja auch vor die Heizung, weil die ja eh meistens an der Außenwand ist, kann man auch solche Platten einbauen, dass die Wärme nicht rausgeht. Dann müssen wir machen. Da gibt es Möglichkeiten. Einfach, wenn man lüftet, immer die Wohnungstür nehmen, nicht das Fenster. Aber das ist, was ich nächstes Jahr mir von der Regierung wünsche, dass die weiterhin Gas geben, dass schön erneuerbare Energien, schön neue Technologien und vielleicht kriegt man mal das mit dem Personalmangel auch in den Griff. Das wäre schön. Glaube ich nicht, aber vielleicht gibt es ja ein paar Ideen. Und vielleicht gibt es auch Ideen im Gesundheitssystem, das wäre doch toll. Bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen. Oder mal eine Behandlung als Patient, das wäre doch mal was. Das ist aber schon Zukunftsmusik. Ja, ich weiß, aber man kann ja träumen. Wir sind doch schon fast durch jetzt. Was geht bei der Woche? Nicht so viel. Mm-mm. Also das Greta-Ding ist wirklich durchgepeitscht worden durch die Medien hoch und runter. Das ist schon ein großes Event. Sag mal. Viral aber, super. Ja, dann haben wir jetzt einen toten Papst, einen poten Papst. Das ist alles nicht so spektakulär. Ich habe noch von Kanye West was gesehen. Ich weiß nicht, ob das echt ist. Ja, soll jetzt aber so Merch aus. Von dem. Ist das echt? Es ist witzig, da steht Yay. Das ist echt richtig gut überlegt. Hakenkreuz-esk. Ja, einfach ein Hakenkreuz, leicht modifiziert und dann steht da Yay. Das ist wahrscheinlich echt. Weiß ich halt nicht. Ich gebe dir einfach keine Bühne. Können wir einfach aufhören, über den zu reden, weil das ist genau, was er will. Also wirklich, das ist ja so offensichtlich. Ja gut, der Papst ist gestorben. Ich finde, das ist schon auch eine Meldung wert, der ehemalige Papst. Ja, die Meldung ist ja jetzt raus, aber es ist für mich kein halber Punkt wert. Ich bin mit einer 2 zufrieden. Nee, wobei das mit Greta ist auch krass. Das ja, 2,5. Cool. Aber das, also Greta stemmt das alleine, weißt du? Das stimmt, ja. Dann ist eine 2, so, ohne Greta wäre es halt eine 0,5. 2,718, komm. Okay, 2,718. Okay. Jetzt kommt unsere tolle Brennholz unter Musik. Oh, das habe ich mir Playlist. Gesehen, ja. Oh, Mist, hast du eine Idee? Ich kann gleich einsteigen. Tino, gib mir mal ein Genre. Ich gebe dir, ich guck mal ganz kurz. Oh nee, ich brauche gar kein Genre. Okay. Hast du dich von... Ich habe doch vor allem das letzte Mal noch gesagt, dass ich das mache. Und zwar von Ingo ohne Flamingo. Ja. Hau rein. Jeder Tag ist ein Geschenk. Das ich weiß nicht, raus. Der macht normalerweise nur Malle-Musik, aber der hat so einen schönen, und den habe ich das letzte Mal mit Herodes schon erwähnt, den Song. Aber den haben wir nicht hinzugefügt, weil du nicht da warst. Jeder Tag ist ein Geschenk. Yes. Okay, von Ingo ohne Flamingo. So schön. Ein kleines Kleinod ist das, dieser Song. So, und Dino? Ich habe noch überlegt, ich war vorgestern im Theater bei Zwischen Liebe und Zorn. Das ist ein Stück über die DDR-Band Klaus Renft-Kombo. Und die haben halt so sehr
progressive Musik gemacht, auch sehr staatskritisch gegen die DDR und wurden auch am Ende verboten tatsächlich und haben so, glaube ich, 2 oder 3 LPs aufgenommen, sehr erfolgreich. Eine richtig geile Band, die konnten alle richtig geil singen, hatten echt coole Texte, sehr kritisch. Und dann von denen nehme ich einen Song in die Playlist. Nimm lieber ein Lied von Gift. Das ist die bessere DDR-Band. Die kenne ich gar nicht. Die wurden bei der Millionärswahl aus dem Leben gemobbt. Ja, echt? Die haben den Hype direkt mitgenommen und im Jahr später einen Song über Shitstorm gemacht. Ja. Richtig gut. Ich habe echt hier keinen Empfang, ich weiß gar nicht warum. Alle im WLAN drin. Das WLAN ist voll gestopft. Ach shit. Jedenfalls, irgendwann kam raus, dass einer von der Band auch selber in der Stasi war. Na gut. Ich nehme chilenisches Metall von Klaus Renf Combo. Gibt's den offiziellen Soundtrack von diesem Kinder-Japaner machen irgendwas Film? Banger-Song. Den hätte ich, wenn ja, dann hätte ich ihn gerne drin. Old enough Soundtrack. Song, baby. Old enough. Song by BB Queens. Do, re, mi, fa, dajibu. Daijobu. Wie heißt der? Old enough? Nein, die Sendung heißt Old Enough. Das ist eine Netflix-Show. Ja. Aus Japan, da war ich schon mal. Do, re, mi, fa, daijibu von BB Queens. Guck lieber nach BB Queens. Kannst du vielleicht besser. Also, wenn der auf Spotify ist, hätte ich ihn gerne in der Playlist drin. Ist das auch die Laufmusik? Ja, klar. Ja, klar. Sehe ich einen kleinen Wand die Straße lang rennen. Nee, scheint sich zu geben. Dann müsst ihr euch das leider so im Loop anhören. I play this every time I walk to the store. Nee, gibt's das nicht. Das sind so kleine. Ach ja, Serienmörder. Also, es gibt eine gute Serie, der heißt Old Enough. Japan. Und da laufen kleine Kinder, so kleine Botengänge für die Eltern. Und manchmal scheitern die da immens dran. Sehr klein, so 2, 3 Jahre. Ja, das ist dann sehr witzig, wenn die scheitern. Da hat einer zum Beispiel Fisch fallen lassen oder 2-mal Äpfel so komplett einen Berg runterrollen lassen. Und die lassen die halt ganz alleine loslaufen, die Kinder. Die werden aber von so 20 Kameraleuten begleitet, die ihre Kameras so ganz schlecht in Tupperdosen und Autobatterien verstecken. Und dann mit so komischen Kisten rumlaufen. Das ist einfach groß. Klingt gut. Ist einfach ganz groß. Braucht einen neuen Song, oder du, ihr. Und den gibt es nicht. Hast du das auch total klein? Ich würde die von Mo Burnham 1985 wünschen. 1985. Spanger-Song. Bo yes. Burnham. So. Cooler Typ auf jeden Fall. Absolut. Der Herodes ist nur sauer, dass ihn das so emotional mitgenommen hat, ja, als wir das geguckt haben. Oh Mann, was ist das? Jetzt muss ich überlegen. Bo Burnham fandst du emotional, aber ich auch, muss ich sagen. Nicht der Typ, sondern das... Das Pandemie-Special. Wenn jemand in mir eine Emotion hervorruft, auf die ich keinen Bock habe, dann bin ich sauer auf den. Das ist ja quasi wie Beleidigung. Stimmt. Quasi. Das ist ja dann quasi. Ja, sozusagen. Ich wollte gar nichts fühlen, du Arsch. Ja, zum Beispiel. Oh, fuck, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, weil das. Du hast den echt nicht gefunden, auch den Künstler nicht? Nee, BB Queens gibt's nicht. BB Queens. Baby Queens gab's irgendwie. Okay. Vielleicht ist es wirklich so ein. Baby Queen gibt es. Wie Baby Queens. Baby, wieso ein Baby? Zwei Bs einfach nur. Ich kann mal schauen. Ja, sieht nicht aus wie das, was du gemeint hast. Mann. Schade. Tut mir leid. Da muss ich jetzt noch ein bisschen nachdenken, aber das kann ich hier nicht live machen. Also, ihr werdet es dann sehen. Lasst euch einfach überraschen. Lasst euch überraschen, genau. Schaut rein in die Brennholz-Untermusik auf Playlist auf Spotify. Die hat auch inzwischen schon, ich guck mal, wie viele Follower wir haben, 25. Alter. Wow. Alter, platzt mir der Arsch. Gut, Leute, dann lasst uns eine Bewertung da oder was man so macht. Ne? Schenkt uns mal eine schöne Bewertung. Schenkt uns mal ein Lächeln. Ich habe einen anderen Podcast gehört und die sagen da permanent, man soll eine Bewertung auf Spotify lassen. Ich weiß nicht, was das bringt, aber lasst uns schöne Bewertung da. Bei Spotify, YouTube und bei irgendeinem Radio. Gut, gut. Dann höre ich Musik im Hintergrund. Gute Rutsch. Wenn ihr hören, ist schon Neujahr. Ja. Dann frohes Neues. Rutsch, frohes Neues. Tschüss.